Rotaugenfrosch. Autor Seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Autor in Nicaragua gedreht. Der Rotaugenlaubfrosch, Agalychnis cheilitrias, ist ein Laubfrosch aus der Unterfamilie der Greiffrösche. Der Rotaugenlaubfrosch ist ein ausgesprochener Baumkronenbewohner, in einer Höhe von 2,25 Meter, der nur nach ausgedehnten Regenfällen und zur Fortpflanzung nach unten steigt. Daher findet man die Tiere auch verhältnismäßig selten außerhalb der Regenzeiten. Außerdem sind sie nachtaktiv. Rotaugenlaubfrösche benötigen hohe, gut durchlüftete Terrarien, die dicht mit robusten Pflanzen, zum Beispiel Fensterblatt, Efeutute, bewachsen sind. Eine Wasserstelle muss angeboten werden. Temperatur: tags 24-28 Grad Celsius, nachts Zimmertemperatur. Luftfeuchtigkeit: niedrig, nur zur Paarung 60-80%. Nahrung: lebendige Insekten bis zur Größe einer Heuschrecke. Das Futter regelmäßig mit einem Mineralstoff-Vitaminpräparat bestäuben, um das ungünstige Calcium-Phosphat-Verhältnis und den Vitamingehalt aufzuwerten. Zucht: 4 bis 6 Wochen anfüttern und sehr trocken halten. Eine kleinere Wasserstelle anbieten. Die Weibchen sollen deutliche Anzeichen von Laichanbildung zeigen. Dann das Terrarium fluten und mehrere Stunden mit 25 Grad Celsius warmem Wasser beregnen, bei Luftfeuchte von über 95%. Die Männchen beginnen zu rufen und auf den Rücken der Weibchen zu klettern. Nach mehreren Stunden, in denen das Weibchen über die Kloake Wasser aufnimmt und ein größeres Blatt zur Larikablage aussucht, sollte es zur Ablage des Geleges über dem Wasser kommen. Wenn es innerhalb von einer Woche nicht zum Ableichen kommt, sollte der Zuchtversuch abgebrochen werden.